Die Matrix zeigt sich nicht nur durch ein mentales oder emotionales Gefängnis, sondern es existieren Strukturen da draußen, die den Endverbraucher körperlich abhängig machen. Die Matrix zeigt sich auf vielen Ebenen. In diesem Video befreien wir uns ein weiteres Stück von der Gesundheitsmatrix. Hey Leute, in einem Video vor einigen Monaten habe ich über das so unglaublich essentielle Vitamin D gesprochen. Die Resonanz von euch war darauf sehr positiv und viele Abonnenten haben mich auch über Instagram kontaktiert und mir ihre Erfolge berichtet. Das finde ich sehr schön, denn das sind Themen, mit denen man sich beschäftigen kann und im Nachgang dann feststellbare Veränderungen in der Lebensqualität hat. Wir können also gerne weitere Videos machen, die sowohl alternative Meinungen ebenso wie konstruktive Veränderungen zulassen. Denn was bringt es sich, mit dem Grenzwissen zu beschäftigen, wenn das keinen klaren Mehrwert im eigenen Leben bietet? Aus diesem Grund möchte ich euch heute ein weiteres Thema vorstellen, direkt aus der Kategorie ist absolut essentiell, aber achtet keiner drauf. Und mal wieder soll es um Gesundheit gehen. Jeder, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, wird sicherlich bemerkt haben, dass unsere Pharmaindustrie eher symptombasiert funktioniert. Einfaches Beispiel. Du gehst zum Arzt aufgrund von Kopfschmerzen. Anstatt die Ursache zu behandeln, verschreibt er dir eine starke Kopfschmerztablette, die das Symptom bekämpft. Problem gelöst. Doch im Untergrund gibt es die eigentlichen Ursachen immer noch, die jedoch nur unterdrückt sind. So gibt es in unserer heutigen Zeit zahlreiche Faktoren, die die individuelle Gesundheit beeinträchtigen. Das fängt zum Beispiel mit Stress an. Dieser wiederum bewirkt psychosomatisch gesehen körperliche Defizite, die sich vor allem bei langanhaltendem Stress chronifizieren können. Aber auch unbekanntere Faktoren, wie zum Beispiel der Elektrosmog, beeinflussen uns auf vielen Wegen. Gerade durch das 5G-Netz, aber auch das WLAN-Netz sind wir eigentlich permanent von Strahlungen umgeben, die laut den Forschungen von Dr. Klinkhardt auch eine Wechselwirkung mit Schwermetallen haben. Und hier sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Denn wir alle sind durch Umweltbelastung beeinträchtigt, so zum Beispiel durch Aluminium in unserem Gemüse, Hormonrückstände im Fleisch oder auch Keime, Erreger, Medikamentenrückstände im Trinkwasser. Unterm Strich verschmutzen wir uns, wenn wir Luft einatmen oder essen. Man kann sich nicht nicht vergiften. Verschiedene Menschen haben unterschiedlich stark ausgeprägte Entgiftungsmechanismen, deswegen zeigen sich bei einigen Menschen die Symptome früher und bei anderen wiederum später. Doch heutzutage, unter Anbetracht der ansteigenden Krankheitsfälle, vor allem psychischer, aber auch neurologischer Natur, ist es eher eine Frage der Zeit, wann es passiert und nicht ob es passiert. Das sind nur einige wenige Faktoren, die ich genannt habe. Es gibt durchaus noch weitere, wie zum Beispiel der chronische Bewegungsmangel. Früher lief ein Mensch im Schnitt 20 Kilometer pro Tag, heute nur noch 3 bis 4 Kilometer. Dadurch verkümmert unsere Muskulatur, Dysbalancen bilden sich und unser Lymphsystem funktioniert nicht mehr ordentlich. Andererseits ernähren wir uns auch größtenteils von denaturierten Lebensmitteln, also von Nahrung, die kaum Nährstoffe enthält. Vielen Menschen ergeht es so, dass sie Mangel an Vitaminen und Mineralien haben. Hier wiederum hängt auch die Werbeindustrie zusammen, die McDonald's und Burger King schmackhaft machen. Man muss nur einmal nach Amerika schauen. Um all diese individuellen Probleme in der Gesundheitsmatrix zu besprechen, müssten wir einige Videos machen. Falls euch das interessiert, kommentiert gerne mit Hashtag Gesundheitsmatrix und abonniert diesen Kanal. Doch heute geht es darum, wie ihr ein weiteres Problem relativ schnell beseitigen könnt. Wenn wir uns den Standort Deutschland anschauen, dann haben wir hier Mangel an Sonnenlicht und Mangel an Jod. Wie Jod? Jod ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das eine Rolle bei der Produktion der Schilddrüsenhormone T3 und T4 innehat. Diese Hormone sind wichtig bei der Regulierung des Stoffwechsels und bei der Aufrechterhaltung der Funktionalität unserer Drüsensysteme. So kann sich ein Jodmangel negativ auf Herz, Kreislauf, Verdauung und den Geist auswirken. Weitere Probleme kannst du in dieser Liste sehen.
Gerade aus dem Grund spreche ich heute über dieses Thema. Denn vielen ist das gänzlich unbekannt, obwohl unabhängige Forscher schätzen, dass über 95% der Bevölkerung an Jodmangel leiden. Denn das Problem ist, dass dieses Spurenelement nicht vom menschlichen Organismus produziert werden kann. Wir müssen es zwangsläufig über die Nahrung aufnehmen. Nur ist die Nahrung bei einem Großteil der Bevölkerung unausgeglichen, denaturiert und unsere Ackerböden sind durch die Agrarwirtschaft komplett ausgebeutet. Unser Gemüse und Getreide weist nur noch einen geringen Teil von Jodgehalt auf. Betroffen sind jedoch nicht nur Erwachsene, sondern Kinder und vor allem Neugeborene. Es wurde mittlerweile eindeutig festgestellt, dass schwangere Frauen mit einem Jodmangel durchschnittlich Neugeborene mit einem niedrigeren IQ gebären. Außerdem können Frauen, die an Jodmangel leiden, teilweise gar keine Kinder bekommen. Es betrifft also vor allem die Kinder, die gar nicht wissen, was sie beeinträchtigen könnte. Probleme in der Schule sind vorprogrammiert, da sowohl der IQ als auch die Laune davon verändert wird. Besonders schwerer Jodmangel wurde in Verbindung mit starken Depressionen, Wahnzuständen und Halluzinationen gesetzt. Durch den Jodmangel kommt es unter anderem zu einem hohen Cholesterinspiegel im Blutkreislauf. Dieser wiederum führt zu einer Verengung der Herzkranzgefäße und kann damit lebensbedrohliche Folgen haben. Und mal ganz ehrlich, wer denkt schon dabei an einen Jodmangel oder hat überhaupt davon gehört? Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt sogar nicht mehr als 500 Mikrogramm, also 0,5 Milligramm Jod über längere Zeit einzunehmen. Fraglich ist nur, warum dies nicht für Japaner gilt, die dank ihrer Ernährungsweise täglich bis zu 14 Milligramm aufnehmen. Ein Schelm, der hier vermutet, dass die WHO die Gesundheitsmatrix aufrechterhalten könnte. Interessant ist hierbei auch, dass die Japaner eine überaus lange Lebenserwartung haben. Könnte mit dem Jod zusammenliegen, muss es aber nicht. Nun die bessere Frage. Falls du also an einem der Symptome leidest, dich ausgebrannt fühlst, müde oder Probleme mit dem Stoffwechsel hast, was kannst du jetzt machen? Wie auch bei dem Vitamin D ist eine höhere Dosierung sicher unverträglich und ist sogar empfehlenswert. Du kannst zwar Jod über praktisch jedes Lebensmittel aufnehmen, allerdings nur in geringer Form. Ausnahmen sind da die sogenannten Braunalgenarten. Falls du allerdings nicht täglich Algen essen möchtest, ist es ratsam zu supplementieren. Hierbei gibt es die sogenannte Lugolsche Lösung, die elementaren Jod enthält und deinen Jodspiegel sofort anhebt. Die scheint äußerst sicher zu sein, selbst in alten Höhlen konnte erkannt werden, dass es Abschabungen von Jod gab, da unsere Vorfahren dieses anscheinend auch einnahmen. Sie nahmen es jedoch in hohen Dosen ein und viele Forscher haben dies auch im Selbsttest nachgewiesen. Es scheint also unbedenklich zu sein, über 2 Milligramm pro Tag einzunehmen. Ich selbst habe diesen Test schon seit einigen Monaten vollzogen, weswegen ich überhaupt dazu komme, dieses Video zu machen. Und ich habe Dosen weit über 100 Milligramm pro Tag genommen und keinerlei Nebenwirkungen festgestellt. Stattdessen fühle ich mich energetisch, produktiv und unbeeinträchtigt. Ein Hinweis auf die Wirkungsweise auch bei höheren Dosen könnte es sein, dass in Notfällen die Einnahme von Jod empfohlen wird, um die Schilddrüse vor radioaktivem Jod zu schützen. Hierbei ist die Einnahme von über 65 Milligramm pro Tag gang und gäbe. Das heißt, jeder, der Jod supplementiert, ist gleich auch für die nächste Katastrophe mitgesichert. Gehört damit also in jede Haushaltsapotheke. Die Lugolsche Lösung kann sich jeder ganz kostengünstig bestellen. Ein Tropfen dieser Lösung beinhaltet bereits ca. 5 Milligramm Jod. Das heißt, du kannst bedenkenlos mit einem Tropfen pro Tag starten und dich dann langsam steigern, bis eine fröhliche Grundstimmung auftritt. Falls du dich schon körperlich oder geistig belastet fühlst, führe am besten Journal, um deine Erfolge zu dokumentieren. Dass die Lugolsche Lösung so preiswert ist, könnte auch schon der Hauptgrund sein, wieso kein Arzt, der mit der Pharmaindustrie kooperiert, dieses Allheilmittel verschreiben möchte. Menschen können sich alleine kostengünstig therapieren. So finden sich im Internet tausende und abertausende Heilerfolge durch Jodsupplementierung. Unter dem ersten Link in der Videobeschreibung findet ihr das Jod, welches ich selbst seit mehreren Monaten erfolgreich nutze. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Wer noch mehr über die Wirkungsweise von Jod erfahren möchte, sollte unter www.iodineresearch.com vorbeischauen. Dort finden sich interessante Informationen zu der Wirkungsweise auf den IQ, die Behandlung von Mikroorganismen, aber auch gegen Rheuma, Diabetes, Müdigkeitssyndrom, Krebs und vieles, vieles mehr.
Das Schöne ist, dass wir durch die Verbesserung unseres psychischen Zustands auch ein Stück weiter aus der allgemeinen Matrix austreten können und immer weniger abhängig sind. Wir werden dadurch immer freier. Klicke jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um die Lugolsche Lösung zu bestellen. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet, und dann sage ich bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.